Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Bard's Tale Trilogy Legacy Mode. Wir sind live, so wie es aussieht. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich habe nach dem letzten Mal noch ein bisschen gegrindet, was erschreckend schnell ging und auch erschreckend gut, weil ich hatte ja irgendwie gar nicht mehr auf dem Plan, dass wir ja irgendwie so wahnsinnig, also die doppelte Anzahl von Erfahrungspunkten zu kriegen scheinen bei den Berserkern. Schönen guten Abend, Meister Luck. Und deswegen haben wir ein paar Level dazu bekommen. Wir sind jetzt Level 26. Unsere Magier sind Wizard Level 7 geworden. Dann habe ich sie zum Magician umgeschult, beziehungsweise zum Conjurer, also die letzte Klasse, die noch fehlte. Und dann noch zweimal gegen die Berserker gekämpft und rums waren sie da auch Level 7. Wir sind also ganz gut aufgestellt, was das angeht. Haben ein bisschen Es wurde vorgeschlagen, dass ich mal die Kells Ex ausprobieren soll, wegen dass der Poison vielleicht was bringt. Mal gucken. Wir werden ja irgendwann sowieso das Crystal Sword benutzen müssen, aber bis dahin können wir ja mit der Kells Axt ein bisschen rumhacken. Nicht, dass unser Warrior, wir sind Bard's Tale 1, da wird unser Paladin Warrior auch noch Monster umbringen. Nur weil normalerweise, wenn es ums Töten geht, wenden wir uns an Lord Lucas. Der hat jetzt auch ein Adamantium Schwert mit plus 4 to hit. Sonst noch irgendwas abgefallen? Ich glaube, ein Adamantium Shield und Adamantium Dagger für unseren Rogue. Und sonst Alice Carpet haben wir noch gefunden. Also, Kollege Wertner ist ja auch nicht mehr so gut zu Fuß. Der schwebt jetzt die ganze Zeit auf einem Teppich durch die Gegend. Und ja, ich glaube, das war's soweit. Okay. Und wir haben einen neuen Mitstreiter. Den Herrn Demon Lord. Der ist, kann man uns den hier hingucken? Nee, ne? Kann man nicht. Nee, kann man nicht. Der ist ganz anständig. Ist zwar ein bisschen dämonisch und naja, frisst ab und zu kleine Kinder, aber ansonsten ist er wirklich sehr hilfreich. Bringt relativ sicher eine Gruppe von Gegnern um. Wenn er Lust dazu hat, manchmal hat er keine Lust dazu, dann macht das nicht, aber wenn, dann schon. Und ansonsten ist er nicht so schnell tot zu kriegen wie der Wind Dragon. Und vor allem ist er auch keine Illusion, der ist also echt. Ist also ein echter Dämon. Im Gegensatz zu unserem eingebildeten Drachen. Der kann auch nicht einfach so dadurch aus dem Spiel genommen werden, dass die Monster sich die Augen zuhalten und sagen, ich glaub dich gibt's gar nicht oder so. Okay, das war jetzt die Vorrede. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt, wo wollten wir denn hin? Harkins Castle und da wollen wir noch die letzte Sache erledigen, die wir zu erledigen haben, bevor wir uns dann um den Bernsteinturm kümmern. SP? Fragezeichen, weil der keine Spellpoints hat, weil es ein Monster ist. Die haben keine Spellpoints. Die haben einfach bestimmte. Wir haben noch nie gegen den Demon Lord gekämpft, deswegen können wir ihn uns auch nicht angucken. Vielleicht mal gegen den Demon? Greater Demon auch nicht. Also die Zauber sind quasi. Hier sieht man es. Hier sieht man es genau nicht, aber hier würde man es sehen. Das sind die offensichtlich verschiedene Arten von Magicians. Ja, hier sehen wir es. Das sind einfach Arten von Attacks, die Spells. Also die kosten keine Punkte und sind quasi Sonderregeln für Monster. Ah,
ich mir noch ein Badenlied. Und da haben wir doch eine ganz anständige Rüstungsklasse. So, wir können das jetzt auch etwas. Oh ja, wir haben jetzt mehrere Leute, die das können. Also zwei. Wir können das ja etwas abkürzen. Wir wollen hier hinten. Wir können einfach nochmal gegen die Berserker kämpfen. Könnt ihr dann nochmal sehen, was ich da gemacht habe. Für die mit Kopfhörern zuhören, vielleicht mal kurz die Lautstärke etwas runterdrehen. Das könnte jetzt etwas unangenehm werden. Death to them. Defend, defend, defend. Und wir casten zweimal Miebel. Und jetzt wird's laut. Das ist der Demon Lord, der einfach mal so eine Gruppe aus dem Spiel nimmt. Das sind die Berserker, die alle nicht treffen. Und das sind wir mit Miebel, die ganz schön viel Lärm machen. Und nochmal, zum zweiten Mal. Also empfehlenswert ist es, wenn man das beim Grinden macht, einfach es ohne Kopfhörer zu spielen oder einfach irgendwas anderes, Musik laufen zu haben oder irgendwas, was... Naja, was wir jetzt auch mal machen können, ist, wir können wieder die Geschwindigkeit des... so runter machen. und das Schöne ist, also das ist... eine relevante Vereinfachung gegenüber dem Originalspiel, dass wir ja, da unsere Rüstungsklasse ja nicht mehr limitiert ist, also nicht auf minus 10, die Berserker treffen uns quasi überhaupt nicht mehr. Also wir haben, ich glaube, ich bin in den Grinding-Kämpfen nicht einmal getroffen worden. Oder vielleicht ein, zweimal oder so. Aber im Originalspiel, wo man ja maximal minus 10 haben konnte, konnten sie sehr wohl noch treffen. Und da ist es durchaus mal vorgekommen, dass man auch nochmal Restoration zaubern musste. Es ist ein bisschen komisch. Also, oder was heißt es ist ein bisschen komisch? Es ist dadurch ein bisschen einfacher. Okay, aber wir müssen jetzt noch mit dem Rest uns auseinandersetzen. Halt. Turn him to stone. Manchmal macht der Demon Lord auch das, wenn er keine Lust hat, mit seiner Odin-Waffe zu arbeiten. Vielleicht, weil er gerade heiser ist oder irgendwie die später noch für was anderes braucht. Dann macht er halt irgendwas anderes. Was üblicherweise aber auch ganz gut. Finsflut, Mittelmaß. Okay, das sind Sachen, die wir alles nicht mehr brauchen. Glaube ich. So, jetzt können wir uns noch diesen Raum hier angucken. Der ist ziemlich groß. Ich meine, die Idee ist halt, dass diese 396 Berserker hier in diesem Raum sind und nicht in dem einen Feld. also, dass das hier quasi der... Ja... Ich meine, warum in diesem Schloss hier überhaupt 400 Army quasi Soldiers hier rumstehen sollten, weiß ich nicht, aber da, das ist übrigens, ja, ominous foreshadowing. Okay, jetzt sind wir diesen Raum auch abgegangen, jetzt sehen wir mal, wie groß der ist. Also da passen schon, ich meine, wenn das ein so ein Kästchen sind, 10 Fuß mal 10 Fuß, also 3 mal 3 Meter ungefähr, sagen wir 3 Meter, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, also 30 mal 15, also 300, also 450 Quadratmeter, da kriegt man schon eine Armee unter, also wenn sie sehr eng stehen, aber geil. So, wir wollen jetzt aber nichtsdestotrotz hier weiter. Irgendwie die
Anzahl an Mad God Wandteppichen nimmt zu. Wir wollen nicht durch diese Türen, die sind nicht gut. Wir wollen durch diese Tür und hier ist dunkel. Und unsere Zauber sind aus, nur unser Licht ist aus. Okay. Da würde ich sagen, sind wir mal vorsichtig und machen Trap-Zap. Oh, Fizzles. Ja, ja, die haben leider, ist allerdings, ja, also Bodenhaltung kann man das, denke ich, nennen. Ist nicht Freiland, raus dürfen sie nicht. Vereinzelt trifft man in den Straßen um das Schloss mal Berserker an, aber die große Anzahl, die muss schon hier drin bleiben. Aber immerhin reißen wir ihnen ja nicht die Eier weg. Das ist ja auch schon mal etwas Positives. So, können wir jetzt... ja, Pulks, du stehst vor der Wand. Der Raum ist nämlich nicht so groß. Können wir mal die Leitwand benutzen? Okay, hier mal ein bisschen Licht. Da war nur ein Darkness-Feld. Das war nicht mal ein Darkness-Feld, das war ein Anti-Magic-Feld. Okay. Oh, so sieht es auch... Nee, es muss Anti-Magic gewesen sein. So sieht es auch aus. Da ist ein Spinner ahead. Oh Gott! Oh Gott! Noch einer. Ja, die wollen nicht, dass wir da zum Tempel, zum Mad God Statue kommen. Die steht nämlich, wie wir definitiv sehen können, da, wo jetzt der Cursor ist. Die ist im Moment unsichtbar, aber wenn wir hier hintreten, werden wir sie sehen. Da ist nämlich something special. Tada! A gold statue of a 15-foot-tall warrior stands before you. Will you approach it? Yes. An eye levitates from the party. Glücklicherweise keins unserer, die bei uns intern sind. Also das ist, sondern das eine aus dem Rucksack, was kein echtes ist. Das ist, Körper echt Glück gehabt. And goes into the statue's empty socket. The statue comes to life. Und damit beginnt die Storyline zu Bard's Tale 3 und der völligen Zerstörung der Welt und Milliarden Toten. Fantastisch. Hätten wir das mal nicht gemacht. Na gut. The walls shake as the statue stands suddenly, flinging marble everywhere. Gaze at the awareness... Nee. Gaze at the awesomeness of one mad god. Ich meine, man kann darüber streiten, ob das hier der echte Gott ist oder einfach nur sein Avatar oder also wie man sich das in seinem Headkanon dann zu Kopfkanon zusammenreimt. Mag jedem überlassen bleiben. Wir machen jetzt einfach mal nix und... Da. Also einzelne Gegner haben einfach in diesem Spiel grundsätzlich keine Chance. Also gerade, vor allem nicht, wenn wir einen Demon Lord dabei haben. Der ist einfach, du bist der Mad God? Du bist Ted, offiziell mein Vorgesetzter? Weißt du was? Nö. Rums und weg ist er. So, und da kriegen wir 600 Erfahrungspunkte für. Fast 600. Ich meine, wir sind 6 Leute, also 3600 Erfahrungspunkte. Das ist weniger als die 170.000, die wir für die Berserker kriegen, aber es ist ja auch nur ein Mad God. Schönen guten Abend, Bruno. Und wir finden eine unidentified Figurine und wir werden teleportiert. So, deswegen haben wir das gemacht. Super dupp. Wir sind jetzt da. In einem Bereich, in dem wir vorher nicht rein konnten. Das ist Kylearans Tower. Und hier ist ein Gnom, jetzt allen Ernstes. Und hier können wir nicht rein. Und hier können wir auch nicht rein. Und hier können wir auch nicht rein. Hier können wir rein. Ja, das können wir uns auch, glaube ich, angucken. Das ist der Kylearans Tower. Ja, da würde ich sagen, gucken wir hier mal. This is the entry chamber to Kylearans Amber Tower. A stairwell leads up to a lofty level of chambers. Do you want to take the stairs? Yes. So. Und... Kylearan ist also in seiner grünen Phase. Sehr gut. Okay, hier haben wir ein relativ interessantes Level, bei dem wirklich das meiste von Belang ist. Das ist eines von den Leveln, wo es auch quasi den
von Harkins Castle 2 und 3 die Idee aufnehmen, dass das Kartenzeichnen jetzt so langsam auch ein bisschen schwieriger werden sollte. Ne? Also, dass da Kitty Bardstale-Spieler jetzt so langsam auch mal sich ein bisschen anstrengen muss und ne, konzentriert arbeiten und so weiter. Besten Dank fürs Abo, Bruno. Weiß es zu schätzen. Wir wollen jetzt, wo würde ich mal gucken? Jetzt gucken wir erstmal hier. Something Special, das klingt gut. Gehen wir hier hin. Guten Tag. So, wir haben jetzt hier etwas Specialiges und hier etwas Specialiges. Das hier ist etwas Specialiges, das uns teleportiert, und das ist etwas Specialiges, das uns teleportiert. Wir nehmen jetzt, ja, wir können ja auch Spaß mal den Falschen nehmen. Jetzt nehmen wir den Falschen, sind wir teleportiert worden. Können ja hier... sind wir wieder am Anfang zurück. Also das ist noch einer von den harmlosen Teleportern. Da sind die Stairs. Und ich meine, wir können für Spaß auch noch in die Räume gucken. Hier ist nichts weiter. Wir erkennen aber, dass hier... Anti-Magic und something Special. Und hier ist Anti-Magic in der Nähe. Das nehmen wir alles so zur Kenntnis. Nein, gut, dann gucken wir auch noch in die Richtung. Master Luck, ebenfalls. Dankeschön fürs Abo. Zwanzig Monate. Wow. Jetzt haben wir auch den Raum. So, jetzt haben wir den Anfang geklärt. Dann können wir jetzt tatsächlich dahin, wo wir hinwollen. Da sind wir reingegangen, das war doof. Dann gehen wir jetzt hier hin. Flump. Und wir sind da oben. Und dann machen wir jetzt mal einen Schritt. Und alles ist dunkel. Autsch. Autsch. üblichen Bardstale-Art und Weise. Wir machen das übrigens nicht mit, dass wir übrigens die Hände vor uns ausstrecken in der Dunkelheit, um zu ertasten, ob vor uns eine Wand ist, sondern wir laufen halt mit voller Geschwindigkeit immer los, bis halt wir gegen eine Wand laufen, weil es muss einen Grund haben, dass wir Autsch sagen. Oder wir schlagen mit der Faust immer gegen, also es muss irgendwie, wir müssen irgendwas machen, was wehtut, offensichtlich. Zumindest verlieren wir, wie in Weltklasse-Rollenspielen, die vorher später erschienen sind. Immerhin keine Lebenspunkte, wenn wir das machen. Das ist etwas, was bestimmte Spiele machen, was ich nicht so gut finde. So, wir sind teleportiert worden. Und das war in der Dunkelheit. Das war besonders fies, weil davor auch noch Anti-Magic war. Deswegen weiß man erst nach Skyside, dass man teleportiert wurde. Das ist jetzt ein Zauber. Also das C5SCSI, das ist etwas, das kann ich... Da kann man mich nachts wecken und ich kann das innerhalb von Bruchteil einer Sekunde tippen. Also das ist C5SCSI. Das wird, muss man hunderte, wenn nicht tausende, hunderte Male in diesem Spiel machen. Wir können ja mal gucken, was hier diese Gegner von uns wollen. Weil das SCSI oder SCSI die einzige Möglichkeit ist, halt, wenn man keine Automap hat, herauszufinden, wo man ist. Und das Schöne an dem Zauber ist, dass er illegalerweise oder legalerweise, weil es sonst zu unfair wäre, auch in Anti-Magic-Feldern funktioniert. Und wir finden einen Witherstaff, das ist aber schön. Damit können wir, Achtung, Gegner altern lassen. Was total gut ist, weil die dann ein bisschen schwächer sind. Für die eine Runde, in der sie am Leben sind, bevor wir sie totschlagen. Aber gut, wir wollten jetzt mal wieder kurz gucken, wo wir sind. So. So, und wir stehen aber im Spinner, was natürlich die Sache so... Ja, wir sind jetzt hier in einem relativ zentralen Bereich und da denkt man sich, naja, hier ist da bestimmt irgendwo was.
Und hier ist auch was. Hier sind zwei Hydras, drei Berserker. Ach ja, die sind rausgekommen. Hier haben sich mit ihren Urgefreunden. Wollen wir mal gucken, was die so machen. Hier auf die Hydratzen. Du versteckst dich. Gucken wir mal zu. So, Demon Lord ist der Meinung, die Ogre Lords haben lang genug gelebt. Elements im Magic House? Okay. Okay. Nein, das ist kein Sextoy. Das ist ein hochnützliches Item. Mal kurz nachgucken, was es macht. Eine Magic Mouth macht jetzt auch noch den Eintrag finden würde. Zaubert Area Enchant. Das ist also ein Zauber, der uns ist das ein Lichtzauber oder ist das so eine Art Sosi? Es ist. Gott, es gab mal eine Zeit, da kannte ich jeden Zauber in Bard's Tale auswendig. Area Enchant. This spell will cause the dungeon walls within 30 feet of a stairway to call out. Ah, für Stairways. Okay. Stair. Ja. Okay, dann können wir das mal wieder zumachen. So, das auch zu. So, okay. Das heißt, das brauchen wir nicht. Adamantium Maze. Können wir erst. Na, brauchen wir heute auch nicht. Hast du irgendwas gefunden? Witherstaff. Oh, der hat sogar Bonus to Hit. Classes Rogue Hunter. Monk und Wizard für den. Nee, brauchen wir nicht. Okay. So, was haben wir in den ersten Raum? Haben wir? Dann gucken wir uns die anderen noch an. Hier ist ja bestimmt überall was. Xorns und Lackers. Ich glaube, Xorns waren ziemlich unangenehm. Warte mal. Okay, wir haben allerdings auch eine relativ konkurrenzfähige Rüstungsklasse. Okay, damit. Das ist so zehnfacher Overkill, aber gut. Wir wollen aber auch gar nicht genau wissen, was die für Schaden machen, wenn sie uns treffen. Können wir zwar unser Bestiary nicht füllen, aber... Okay. Das wusste ich auch alles mal, by the way. Also, oder vielmehr, nee, stimmt nicht. Da wusste ich gar nicht so viel, weil vieles davon A, nicht funktioniert hat und B, wenn es funktioniert hat, dass man es ja nicht immer wirklich erfahren hat. Macht einen Possession Attack. Okay. Und das ist das Lustige. Ja. Es ist eine Waffe für Hunter. Ja? Ausschließlich für Hunter, die kritisch treffen, zuschlagen. Eigentlich irgendwann immer. Und das heißt, sie können also einen Gegner noch possessen, bevor er stirbt. Das ist so bescheuert. Ich meine, es ist für den Fall, dass er Critical Hit mal nicht trifft, aber es ist, ich finde das so blöd. Oh, Fred. Fred ist gut. Fred ist. Ja.
Fred kann nämlich das machen. Und hier ist es nicht so schlimm, weil wir Fred totschlagen können, aber in Spielen, wo es noch Entfernung gab, wenn so ein Gegner weiter von einem weg war und man nicht schnell genug an ihn rangekommen ist, hat er immer wieder einem irgendwelche Illusionsgegner in den Wind, in den Weg gezaubert. Was natürlich auch kein Problem ist, man kann ja disbelieven, aber da muss man halt extra diesen Zauber zaubern. Und daran muss man auch erstmal denken. Und das machen wir jetzt einfach mal, Disbelief. Alle mal zum Helm. Ich glaube, den braucht keiner, ne? Du hast schon... Ne, du hast einen Mithril-Helm. Du hast einen Mithril-Helm. Kannst du einen Adamantium-Helm überhaupt benutzen? Ja. Dann würde ich sagen, schmeiß doch mal den Mithril-Helm weg. Und leg den... ich muss hier machen, ne? Hier. Bonus plus 3. Adamantium Sword hat plus 4. Das ist also besser... What? Oh! Okay. Wow, ja, Paladin, Bart und Hunter. Ich muss offensichtlich alles, was ich gerade erzählt habe, in den letzten 5 Minuten zurücknehmen. Es ist nicht nur ausschließlich für Hunter. Da stimmen meine Unterlagen nicht. Das haben sie vielleicht geändert, weil ihnen aufgefallen ist, dass es ziemlich doof ist. Was... eine Möglichkeit wäre. Oder es war in der PC-Version einfach nur buggy, oder ich habe mir die Sachen falsch notiert. Das ist alles denkbar. Aber okay, es ist nicht ganz so blöd. Also, Bonus-Tipp plus 3. Weißt du was? Das geben wir mal dir. Dann tipp das mal aus. Gehen wir das mal weg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Soulmace, dass das im Original nur von Huntern benutzt werden konnte. Ice Giant, Age Shadows, ne, Phantom Shadows muss nicht sein. Hier ist niemand. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn ich durch Türen gehe, also denke immer eine Sekunde drüber nach, weil es hier einige ziemlich unangenehme One-Way-Doors gibt, die dazu führen, dass man den ganzen Dungeon-Teil nochmal machen muss. Weil 80er! Oh, an inscription on the wall reads, as a guardian he must walk. The first part of his name means rock. Wir hatten für eine Sekunde überlegt, ob wir ein kleines Gedicht schreiben, aber dann haben wir uns gedacht, schreiben wir einfach die relevante Information in Dreierblöcken und Zweierblöcken einfach irgendwie komisch auf und dann sieht's aus wie ein Gedicht. Okay, also das ist der erste von zwei Hinweisen für ein Rätsel, das wir hier lösen müssen. Azurmungs, Lurkers und Fire Giants, okay. Und so, dann wollen wir noch mal gucken, was passiert, wenn Antares killing him. Ja, gut. Ich weiß auch nicht, ob Possession immer funktioniert oder ob das nur manchmal funktioniert. Und dann ich weiß ehrlich. Oh, wow, wir haben Schaden genommen. Also der Demon Lord hat.
Für Wizard? Okay, das könnte. Oh, da werde ich gleich nochmal nachgucken. Das könnte. In die Spalte habe ich nicht geguckt. Ja, Wizards habe ich offensichtlich. Ja. Also ist das wahrscheinlich einfach geändert worden, weil es. Ja. Wizards kämpfen nicht, also die haben. Kommen nicht in die Situation, in der sie auf irgendwas eindreschen müssen und Hunter werden mit einer Waffe, die Possession macht, nicht viel anfangen können, weil sie ihren Gegner totschlagen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das geändert haben. Und wir haben noch ein. Alles kaputt. Was hast du noch gefunden? Unidentified Figurine. Adamantium Dagger. Hat den Vorteil, dass es plus 4 ist, aber. Geht da erstmal so. Gibt es noch was Besseres? Ich weiß gar nicht, ob es in Bard's Tale 1 schon Diamond-Sachen gab. Ich glaube schon. So, jetzt wollen wir erstmal. Wo waren denn noch nicht? Hier waren noch nicht. Samurai Lords, Lesser Demons. Na, da kann ja mal der Chef denen mal sagen, was hier Sache ist, ne? Curse und wir resisten, okay. Resist. Okay. Hat er offensichtlich nur den einen Zauber, der Lesser Demon, ne? Nee, so ist es halt. Aber jetzt hören wir auch mal Soundeffekte, die man normalerweise nicht hört. Okay, liebe Lord, pupst auf die Lesser Demons und alle sind weg. Okay, sehr schön. Blade, Pure Blade. Ja, Pure Blade ist auch wieder so eine lustige Waffe für Paladine. Macht eine Menge Schaden, theoretisch, hat aber keinen To-Hit-Bonus, also nicht wirklich toll. Adamantium Blade. Du hast schon eine. Du hast eine Mithril Blade. Und eine Adamantium Blade ist besser. Sehr schön. So, das haben wir. Ah, da waren wir noch nicht. Made of earth, yet without soul, as living statue, he is whole. Meine, die Rätsel in. Die sind alle ein bisschen kryptisch. In Bard's Tale 1 und Bard's Tale 2 sind sie meines Erachtens noch besser, weil sie noch kryptischer sind und noch zahlreicher. Aber das fand ich immer sehr schön an den Bard's Tale Spielen. Ein Fred. Ne, muss nicht sein. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir hinwollen. Also, wir haben jetzt da zwei Inschriften gelesen und mit dem Wissen, das wir aus diesen Inschriften entnehmen konnten, trauen wir uns jetzt mal hier hin und da sehen wir an Magic Mouth. Ein ortsfestes, also nie, kein tragbares. The magic mouth on the wall speaks to you, saying this. Name the one of cold, foretold, twofold. Das ist natürlich der Stone Golem, weil Stone ist der Teil, der Rock bedeutet. Und as made of earth, yet without soul, as living statue, he's whole. Das ist ein Golem. Ja, also es ist nicht, man wird nicht so hingetragen, wie man das aus heutigen Spielen erwarten würde, wo dann da wirklich eine Inschrift steht. Du musst in dem Raum Stone Golem sagen, obwohl das
Da würde einfach nur irgendwo Stone Golem stehen und an dieser Stelle könnte man jetzt auf Stone Golem klicken. Hier, das würde hier stehen und da müsste man draufklicken und dann würde es gehen. Ja, ich weiß, ist es nicht, aber ich mache mich gerne über moderne Spiele lustig. So, jetzt sind wir teleportiert worden. Aufregend. Das ist mal unser Lieblingszauber. Und sehen, dass wir jetzt woanders sind und... Ach, Freunde, hab zu tun. Wir sind jetzt genau... darüber, das ist es. Diese Kleinigkeit, das ist ja lustig. Okay, und da kommen wir jetzt hier in einen großen Raum, der komplett dunkel ist. Ja, ich weiß. Also das hier, so, 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 und geht dann hier oben weiter, so, 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 das ist ein Raum. Und in diesem Raum, der ist komplett dunkel und komplett leer, aber hier ist ein kleiner Mini-Raum noch drin. Den sollte man finden, weil wenn man den nicht findet, erforscht man das hier und das hier, den ganzen Teil, erforscht man alles und stellt fest, ich komme ja gar nicht weiter. Und wir tun jetzt mal so, als hätten wir das schon gemacht. Wir wären also nicht weitergekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nur 5? Okay. 1, 2, 3. So. Hier ist nämlich ein weiteres Magic Mouth. Und wenn man dieses Magic Mouth findet und die Frage richtig beantwortet, öffnet sich an einer bestimmten Stelle in dem labyrinthartigen Teil, den wir als nächstes betreten, an einer Stelle die Wand. Oder da wird die Wand zu einer Tür. Das ist richtig böse. Weil man läuft halt erst alles ab, findet nichts, läuft dann zurück, beantwortet dann hier eine Frage und ja, dann läuft man nochmal alles ab und stellt fest, an einer Stelle hat sich eine Sache geändert. Die man übrigens nicht sehen kann, weil das überall dunkel ist. Ich sag ja, also das Kartenzeichnen wird ein bisschen schwieriger. The magic mouth on the wall speaks to you saying this. Name the endless byway and your path shall be guaranteed. Ja, jetzt brauchen wir natürlich Wissen aus unserer Oberwelt-Exploration. Da wissen wir ja, dass die Sinister Street unendlich lang ist. Und wenn man jetzt Sinister Street eingibt, stellt man fest, dass man nur Sinister Street eingeben kann, weil mehr Zeichen nicht in die Zeile gepasst haben. Und dann lernt man, dass man Sinister eingeben, dass Sinister gemeint ist. Passage has been granted, ja. Und jetzt, wie gesagt, jetzt ist eine Tür, eine Wand ist jetzt eine Tür. Das ist richtig fies. Okay. Was ich richtig gut finde, das habe ich aber schon in meinem Original-Review von dem Spiel hier gesagt, dass es ein Geräusch macht, wenn man durch Türen geht. Das ist so super. Das macht das so viel einfacher, weil das hat es im Original natürlich nicht. Da wusste man nicht, ist man durch eine Tür gegangen oder nicht. Wir sind jetzt durch eine Tür gegangen, also das ist dieser Raum hier. Da geht's hier, hier ist die Karte zu Ende, fängt hier an wieder an, hier, hier, hier. Das ist alles dunkel und da war halt das Magic Mouth. Und jetzt gehen wir hier lang, hier lang, hier lang, erforschen das hier alles und stellen fest, dass wir weiter können, weil wir das Rätsel schon gelöst haben. Aber vor allem können wir erstmal wieder Licht machen. Die sind hier immer Green Dragons? Kämpfen wir mal gegen Green Dragons. Gucken, ob das eine gute Idee ist. Amoeba, mach mal Rest. Okay, gut, Demon Lord. Okay. Oh, Upgrade, 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 Upgrade. Weg mit dem schrecklichen Mistding und her mit dem wunderbaren, schönen, bisschen mehr Schaden machenden Ding. Trade. Ja. Okay. So, wir sind jetzt hier. Würden, wenn wir einen besseren Leitzauber haben, können wir mal machen. Können wir einfach mal besseren Lichtzauber machen, dann sehen wir, hier ist nämlich eine Secret Door.
So, und jetzt sind wir in diesem Maze-Bereich. Das ist der ganze Teil hier. Das ist so ein, ja, ein kleines Labyrinth. Halt komplett dark. Und hier irgendwo, ich habe mir sogar aufgeschrieben, wo, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, hier. Hier ist eine Tür erschienen. Naja. Aber wir erkunden einfach mal ein bisschen in der Dunkelheit. Das muss man natürlich im Normalfall so machen. Buff, buff. So, und dann macht man das. Okay, notiert sich das. Dann macht man so, so und so. Und wenn dann plötzlich irgendwas nicht mehr passt, dann macht man wieder das und stellt fest, wir sind ja ganz woanders, wir müssen teleportiert worden sein. Und geht dann wieder den ganzen Weg nochmal ab. Und so weiter und so weiter. Was ich ganz nett finde, ist, dass die Automap, aber so wie es aussieht, Wände in der Dunkelheit nur einzeichnet, wenn wir auch tatsächlich gegenlaufen. Okay. There is a silver triangle floating in the center of the room. Das ist... Das... Ja, das kann passieren. Also... Ja. Who gets the silver triangle? Kusania. Kusania got the silver triangle. Hurra! Wir haben jetzt schon den zweiten Teil des EA-Logos, des alten. So, wir sind jetzt auch zufällig genau da hingegangen, wo wir hin mussten. Also sonst muss man hier sich so durch lamentieren. Und 1, 1, 1, 3. Das ist bei einer Exploration von Darkness-Bereichen beim Spieler ohne Automap immer lästig, wenn man kämpfen muss und nicht weiß, hat man schon einen Schritt gemacht oder nicht. Das heißt, wieder das und dann, wir haben den Schritt noch gemacht und so eine Sachen. Das ist war immer ein großer Spaß. Wo war ich denn lang? Hier war ich lang. Und so, und wenn wir uns das jetzt noch als Anti-Magic vorstellen, also dass wir keinen Kompass hätten, und alles voll mit Spinnern ist, dann kriegen wir ein Gefühl, warum ich Bard's Tale 2 nicht im Legacy-Modus spielen will. Zumindest ist es nicht geplant. Ich meine, ich bin fast versucht, bestimmte Stellen im Spiel mal anzugucken, aber ich weiß ja, wie sie funktionieren. Man kann ja aus den Spielmechaniken, die man schon kennt, das extrapolieren, wie sich das in Bard's Tale 2 auswirkt. Hallo? Eisbei? Du willst mitmachen? Nö. Wir haben einen, der ist größer und böser. Hat zwar nicht so viele Augäpfel, aber dafür eine Odernwaffe. Was es hier zum Beispiel in diesem Darkness-Bereich nicht gibt, was es zum Beispiel in Bard's Tale 2 gäbe, und ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht kommt das in den Manga-Leveln dann auch schon. Also ein Darkness-Bereich, den man erkunden muss, um irgendwelche wichtigen Sachen zu finden, und der One-Way-Doors hat, mit denen man den Bereich verlässt und nicht wieder zurück kann. Sowas ist, das ist auch typisch Bard's Tale. Das ist hier noch nicht der Fall, aber das wird kommen. Und man kann ja, wie gesagt, Türen nicht von Wänden unterscheiden, wenn es dunkel ist. Ich meine, man kann sowas... Hier ist doch Darkness, ne? Ja. Ich meine, der Trick hat auch im Original funktioniert. Da war es allerdings ein bisschen kürzer. Da war es eher so ein Frame, wo man dann... Glaube ich zumindest. Wo man gesehen hat, wo man ist. Es sei denn, es war Anti-Magic, da hat natürlich der Zauber nicht funktioniert. Aber jetzt habe ich vor lauter Gebrabbel vergessen, wo ich bin. Ich wollte hier hin.
A voice speaks softly, saying, Beware the sting at the tail, south of the serpent way. Gut, danke. Arch. Richtig. Zwei. Ice Giants, Wizard. Ah, komm. Ach, das ist der Bläste gegen den einen Wizard. Das war doch gar nicht nötig. So, jetzt mal gucken, was Antares macht. Arsch. Achso, da hast du auf den falschen geschlagen. Okay. Tick. Okay, er haust ihn einfach tot. Da ist das mit dem Possession. Mit der Possession auch nicht so relevant. Okay. Ja. Und ich glaube, Death hat Priority über Possession. Pure Shield. Oh, können wir unseren Paladin ausstaffieren mit Pure Equipment. Broom macht. Wir können mit einem Broom zuschlagen. Hat einen Bonus to Hit von 2. Ich wollte es nur gesagt haben. Und er zaubert irgendwas. Sekunde. Gilt das als Waffe? Technisch gesehen ist eine Waffe. Ja, es ist Major Levitation. Es ist gar nicht so schlecht, aber nee. Wir können ihn auch so zaubern. Discard. Okay, du hast den Kram. Pure Shield Armor 5. Oh! Das ist besser. Hast du schon ein Adamantium Schild? Ja, hast du schon ein Adamantium Schild? Du hast das Ybarra Shield, das wir ja nur aus nostalgischen Gründen mit uns führen. Du hast ein Adamantium Schild, also kann dein Adamantium Schild weg. Ja, ich will's nicht. Also, zu Bard's Tale 2. Ich will es nicht völlig ausschließen, aber im Moment habe ich es nicht geplant. Weil, also das, die Idee von diesem Stream sollte halt sein, so ein bisschen casual, ein bisschen lalala. Und Bard's Tale 2 im Legacy-Modus. Ich meine, mit den Einstellungen, die wir jetzt haben, also mit dem hier zum Beispiel, ist Bard's Tale 2 im Legacy-Modus auch casual. Also, ne, wenn man auf die Karte gucken kann. Es ist halt, man müsste es eigentlich. Naja, das Problem ist, ich weiß halt, ich kann mir ungefähr ausrechnen, wie es werden wird, weil ich weiß, was das Spiel, wo die Probleme liegen und wie die Neufassung damit umgeht. Also zum Beispiel, wie Spinner funktionieren, wie man sich dann noch orientieren kann. So, hier müssten wir jetzt durch eine Tür gehen. Genau, die Tür ist neu. Die war vorher nicht da. Aber wer weiß, wenn genug Leute mir zurufen in den Kommentaren zum Beispiel zu diesem Video, oder, also ne, wenn das dann ein Video ist oder sonst wo. Muss unbedingt sein, spiele auch Bard's Tale 2 im Legacy-Modus, dann lasse ich mir das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen. Oder dann lasse ich es mir mit Sicherheit nochmal durch den Kopf gehen, dann werde ich vielleicht meine Entscheidung revidieren. Wir wollen jetzt aber erstmal, ich meine, theoretisch wissen wir es noch nicht. Also gehen wir hier erstmal lang.
Ach ja, das ist die tolle Tür. Die ist... Nee, Moment. Doch, die Tür ist neu. Ja, das ist genau, das ist die, die man, wenn man das Crystal Sword nicht hat, dass man hier raus kann. Weil ansonsten müssen wir nämlich hier durch. Und hier ist something special near. Der Crystal Golem. A crystal statue comes to life before you, ready to attack. Will you fight it? Yes. Fight. So, jetzt greifen wir es an. So, es wird gekillt. Wir kriegen alles. Something's happening. Das Ding steht wieder auf. Und das passiert immer. Das Spiel hat uns rausgeschoben. Ich wollte gerade sagen, wir konnten doch nicht auf dem Feld das canceln. Da können wir einfach weitergehen, aber nein. Was soll ich sagen? Ja, genau, wir müssen halt das Crystal Sword anlegen, damit das Ding kaputt geht. Der Witz ist halt, diese Tür, die ich davor erwähnt habe, die ist für den Fall, dass man das Crystal Sword an dieser Stelle nicht hat. Weil man das ansonsten nicht hat, wir können uns in diesem Level nicht teleportieren. Glaube ich, oder? Gucken wir mal. Port Arcane. Yep. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man dann nicht wieder rauskommt aus diesem Level. Ich weiß nicht, ob Face Door hier funktioniert. Also hier mit Sicherheit nicht. Gucken, ob es noch hier funktioniert. Warte mal, noch hier. Ja, funktioniert nicht. Deswegen ist diese Tür ganz nett. So, wir haben das Ding jetzt angelegt, da gehen wir jetzt hin und schlagen das Ding tot. Beziehungsweise wir lassen das die Demon Lord machen, weil der Crystal Golem ist in dieser Neufassung gar nicht so einfach zu treffen. What? Yes. Ach, müssen wir ihn auch tatsächlich selber totschlagen? Okay, das ist aber anders, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Bard's Tale 1 gereicht hat, also im Original gereicht hat, wenn man das Ding dabei hatte. Weil das Problem ist... Okay. Okay. Das Problem ist, dass ja auch mal andere Leute zuschlagen. Okay, na gut, das können wir. Ich meine, wir können es ja, du kannst zuschlagen, ihr verteidigt alle. Okay. Turn it to stone, aber das interessiert uns nicht. Das lebt dann witzigerweise weiter. Schlägt ganz gut zu, Antares, seven times, okay, killing it, jetzt müsste es aber tot bleiben. Gott sei Dank. So, das Crystal Sword brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Aber wir haben es jetzt noch. So, hier ist eine Tür. Wenn wir durch die gehen, müssen wir das ganze Dungeon nochmal machen. Das machen wir deswegen nicht. Deswegen gehen wir durch diese Tür. So, jetzt fällt uns schon was auf. Dieser Gang erinnert ja so ein kleines bisschen an Serpentinen. So, ne? So schlängelt sich hier quasi so lang. Und wir gehen grob in südliche Richtung. Da sollten wir vielleicht
am Ende dieses Ganges aufpassen. Dass wir da nicht irgendwas Unschönes mit uns passiert. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. So. Machen wir mal einen Quicksave. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass hier im Süden... Also, wir haben... Wurde gesagt, wir sollen nicht nach Süden. Ne? Und das ist die Stasis Chamber, in der man im Original nicht raus kann. Okay, danke. Das ist eine coole Idee. Also, was heißt eine coole Idee? Wir können hier sterben. Also, das Ding killt uns, weil es Hitpoints uns entzieht. Das ist eine nette Idee. Es ist weiterhin in, darfst du nicht rein, kommst du nicht raus. Weil Face-Door funktioniert in dem Level nicht, wie gesagt, und Apar funktioniert auch nicht. Aber dass du halt das Spiel beenden musst. Oder früher, wie früher, den Rechner neu starten. Ist ja schon ein bisschen hanebüchen. In diesem Fall würde ja das Spiel beenden reichen, aber trotzdem. Sodass man hier tatsächlich, und ich meine, hier kann man ja auch so ein Autosave laden und so weiter, aber trotzdem, dass das Spiel einen hier tatsächlich dann umbringt, das ist nett. Das ist eine super Idee. Weil so hat man weiterhin das die Gefährdung und das Problem aus dem Original, allerdings nicht mit dieser hanebüchenden Umsetzung, dass man halt das Programm schließen muss, wie im Original. Okay, also nehmen wir die Tür. Sag mal, wieso sind die hier? Liegt das daran, dass wir hier an der Tower des guten Erzmagiers sind, dass hier alle mitmachen wollen? Aber wenn wir im Turm des guten Erzmagiers sind, warum greifen uns dann immer noch so viele Monster an? Ungeklärte Mysterien. So, und ist gerade mein Getränk hat sich gerade geleert. Ich werde mal eine kleine Pause machen, mir ein neues Getränk besorgen und wir sehen uns hier in circa 2 Minuten wieder. Dann machen wir einfach weiter. Also, bis gleich. Okay. Ja, so. Gut. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Wir sind da, ja. Gehen hier durch. Ein Spinner. Dwarf King, Seekers, Hydratzen. Komm. Die haben so um die 20 Hitpoints und unser Demon Lord macht 200. Also, Green Dragon. Das ist übrigens der Kollege Demon Lord. Guten Tag. Sieht irgendwie relativ putzig aus. Okay, bitte sehr. Also, aber haben sie die Grafiken angepasst, dass die Zähne nicht mehr farbig sind? Weil das war doch bei den farbigen Drachen so albern, dass die einfach nur eingefärbt waren und die Zähne auch, die... Da war doch irgendwas. Das haben sie vielleicht auch angepasst. So, hier wollen wir eigentlich hin. Wir wollen... den Spinner umgehen. Dann wollen wir hier rein. Und
Dann gucken wir hier, da ist something special. Das ist ganz gut, dass wir Sisi haben. Dann werden wir nämlich merken, wump, ist er teleportiert worden. Wieder ein Raum nach oben. Das ist ziemlich blöd. Da müssen wir nämlich so um den Spinner rumgehen. Aufregend. Gucken wir hier rein. Oh, something special. Okay, und wo sind wir teleportiert worden? Wir sind jetzt da. So, ich weiß gar nicht, haben wir noch... Achso, was du könntest mal das Ding wegschmeißen und nimmst wieder die Kills X, die würde ich ja... Damit du damit auch tatsächlich mal zuschlägst. Nee, da. Der wird einmal fast... Was für eine Feierhauer brauchen wir nicht mehr. So, ich meine, was wir hier in diesem ganzen Level, wir haben schon einen relevanten Teil erforscht. Ich meine, das haben wir ja theoretisch auch erforscht. Das ist ja in Bereichen, wo wir schon waren. Wir haben den Hausherrn noch nicht angetroffen. Ist er hier vielleicht drin? Hier ist er nicht drin. Okay. Also er hat irgendwas für Korridore übrig. Also das muss man... ihm lassen. Greetings! I'm Kyliaran! Oh, perseverant. Once, the good wizard of Scarabrea! Put away your weapons, for I am your ally, not an enemy! And all my creatures... Aus irgendeinem Grund, die Monster hier sind böse, er ist gut und alles ist gut. You have passed my test. Natürlich waren das nur Tests. Aha, ich liebe diese Story-Twists. Na, professionell. Das waren nur Tests. Wahrscheinlich wachen wir am Ende auf und es war alles nur ein Traum. Nein. Also, you have passed my tests and now can continue on to your true quest. Fetch my slippers. The source of evil in Scarabre. Manga the Dark, my nemesis. Ja, und Nemesis war auch wirklich schlimm. Also, da würde ich auch was gegen machen wollen. Manga's Tower at the opposite corner of Scarabrea from mine is a 5-level death trap, which I'm too cowardly to enter, which can only be entered by use of an onyx key, which I have here. Good luck, and remember, seeing is not always believing. Kyliaran vanishes. There's an onyx key laying on the floor. Okay, nehmen wir mit. So, also er hat den Schlüssel zum Turm des bösen Erzmagiers, der die ganze Stadtbevölkerung massakriert oder versklavt hat, aber hat ihn nicht gekümmert. Das ist, ja, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. So, jetzt machen wir hier noch einen Schritt, jetzt sind wir wieder teleportiert worden. Nee, wir wollen erstmal nochmal... So, jetzt sind wir dahin teleportiert worden. Einmal rüber. Und haben dieses Level jetzt. Es geht immer noch nicht. Wir sind immer noch erst vom Feld runter. So, was ich jetzt auch mal ausprobieren wollte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man stirbt. Ob man einfach wieder rein kann oder ob man sich wieder das Auge holen muss, um dann wieder zum Mad God Statue zu gehen, um sich dann hier wieder rein teleportieren zu lassen. Was offensichtlich der Fall ist. Okay. Ich glaube, das war der Trick. Da war etwas Doofes. Und wenn man im Original, das weiß ich noch, diese Gates gab es nicht. Das waren einfach so Durchgänge. Also da konnte man einfach lang gehen. Und man ist dahinter, und wenn man den Raum oder den Eingang nicht gefunden hat und aus Versehen rausgegangen ist, kam man irgendwie auch nicht zurück. Da war irgendwas. Also ich weiß, dass mir das beim ersten Mal so passiert ist, dass ich dahinter teleportiert wurde, dann habe ich den Eingang nicht gefunden, zu dem riesigen Turm, vor dem ich stand, aber ne, so ist es halt. Es gab halt keinen Turm-Icon, es war halt, die Häuser sahen halt alle gleich aus. Und da bin ich irgendwo langgelatscht und kam dann nicht wieder hin und musste dann den ganzen Kram normal machen. Also mit Auge holen und bla. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob die Statue des Mad Gods dann respawnt.
und ob der King Eldric respawnt. Ich meine, das ist etwas, das könnten wir für Spaß einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Erstmal gucken wir. Muss nicht zu identifizieren. Okay. Scale, kann das noch irgendeiner gebrauchen? Ich glaube nicht, ne? Du hast Adamantium Plate, du hast Adamantium Chain und kannst, glaube ich, ein Adamantium Scale auch nicht benutzen. Also können wir die einfach wegschmeißen, dass ihr vielleicht irgendein Passant findet. Weil wir zu faul sind, den einen Schritt zurückzumachen. So. Jetzt können wir aber auch noch aufsteigen. Antares. Okay. Lord Lucas. Okay. Jeskia. Okay. Ein bisschen enttäuschend. Shinobi. Vertne. Und Krusania. Okay. Ja, ich will einfach mal wissen, ob King Eldric wieder spawnt. Ich meine, das ist ja jetzt hier. Wir können ja nochmal kurz uns aufladen. Das ist ja eigentlich, das ist ja recht schnell gemacht und ein bisschen experimentieren. Deswegen mache ich das ja. Nein, das ist. Hier kann er auch mal die Klappe halten. Wir können uns ja einfach hier hin teleportieren. Dann gehen wir hier runter. Uns dann teleportieren. Ich weiß nicht, funktioniert hier. Apport Arcane wird hier nicht funktionieren, ne? Ich glaube, das war so. Gut, dann haben wir den langen Weg. Meine, der ist ja auch nicht so lang. Hier lang, von da können wir einfach von hier. Das geht am schnellsten. Teleportiert. So, darüber und dann da lang. Lasst mich hier durch. Ich bin Arzt. Also, bin ich nicht, aber deswegen muss ich hier durch.
Danke. Arsch. Whatever. Okay, du bist wieder da. Interessant. Ja. Okay, wir finden ein weiteres Auge. Gut. Okay, haben wir das geklärt? Wir finden also wieder ein Auge. Also wird auch der Mad God wieder respawnen. Das heißt, das können wir mal als gesichert annehmen. Und du kannst vor allem das Auge jetzt auch wegschmeißen. Okay. Okay, Spiel. Wenn du meinst, das so ernsthaft. Ich meine, es ist nett, aber ich hätte da trotzdem vielleicht das overriden können oder so. Ich meine, ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir jetzt nochmal den Mad God totschlagen, einfach nur, weil wir es können. Ja, nee, das. Naja, sie müssen aber bei einem roten Drachen mal drauf achten. Der grüne Drache war wahrscheinlich der, den sie gezeichnet haben. Und ich glaube, beim blauen und beim roten waren die, stimmten die Farben nicht. Okay, Tarjan. Sorry. Okay. Yep, das ist tatsächlich alles. Mach's beim ersten Mal, sonst musst du es nochmal machen. Gut. Haben wir das geklärt? Haben wir noch irgendwas gefunden hier? Okay, dann können wir gucken, was das ist. Ich meine, es könnten Wargloves sein. Ich glaube, die gibt es in diesem Spiel schon. Mitchell Gloves. Adamantium. Du kannst keine Mitchell Gloves benutzen, aus irgendeinem Grund. Du auch nicht, richtig? Ja. Da würde ich sagen, speichern wir jetzt mal. Und haben jetzt ja den Onyx-Key. Das heißt, wir könnten jetzt zu Mangas Turm. Allerdings, da kommen wir ja nicht rein. Da waren wir ja schon und da standen wir ja vor dem verschlossenen Gate. Hier unten. Da kommen wir nicht durch. Da können wir nur aus der Richtung durch. Aus der Richtung können wir nicht durch. Und wir wissen aber schon, wie wir da hinkommen, weil da waren wir ja schon. Wir müssen durch die Sewers. Und dann gehen wir deswegen jetzt mal durch die Sewers. Aber vorher gehen wir noch zu Roscoe. Der will ja auch leben. Ach, und eine Sache will ich doch noch machen. Auch nochmal für jetzt ausprobieren. Na, speichern war auch mal für Spaß. Okay. Gucken, ob wir da eine Chance haben jetzt. Wir sind ja inzwischen ein bisschen besser. D, use Frosthorn auf B. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich eindeutige Antwort. Okay. Gut zu wissen.
Okay, Süß. Falsch. Hab ihn die Süß. Ich meine, wir müssen ja, da wir ja kompetente Karten gezeichnet haben, wissen wir ja, wo die Treppe sich befindet. In dem tiefsten Sewer-Level. Deswegen können wir Folgendes machen. 3 oder wir müssen immer noch so tun, als würden wir nach Wein suchen. Das ist ein Rollenspiel. So, wir würden jetzt North 16, East 17 und minus 3 eingeben in unserem Airport Arcane Spell. Aber glücklicherweise können wir uns in diesem Spiel ja einfach, können wir das ja einfach mit Anklicken lösen. Plump. Und schon sind wir Among Us Tower. So, sind wir auch wieder im Hintereingang. Hier ist irgendwo der Vordereingang. Manga, hier. This is the entry chamber to Manga's Tower. Stairwell leads up to the first level of traps and terrors. Yes. Das ist, glaube ich, nicht neu. Oder war das in Bard's Tale 2 ein Tileset? Weil das kommt mir bekannt vor. Okay, Cast 5, Levi, Cast 6, Misch, ja, also es kommt mir ja bekannt vor. So, Manga Level 1. Alles ist gut. Wir sind im letzten Turm des Spiels. Und haben hier vom Prinzip also will drei, vier Bereiche. Wir haben hier einen, hier einen, hier einen, so gedrittelt Bereich und dann hier einen großen Rest. Hier, das sind überall relativ belanglose Räume, so wie die hier. Da ist in manchen was drin. Manchen nicht. In manchen ist auch ein feststehender Kampf, aber okay. Zumindest sind sie weiß, sie sind nicht. Aber Kopper sind das nicht die guten? Und ab jetzt ist man so in dem Bereich, wo man eigentlich üblicherweise Feuer grinden würde. Weil man so, ne, so langsam nur nicht mehr jeden Kampf machen sollte. Weil wie wir bei den Ancient Enemies und dem Kram, den wir da getroffen haben, bei der Burger-Witzigkeit gesehen haben, das sind welche, da gibt's Monster, die schlagen ziemlich kompetent zu. Aber wir wollen jetzt hier immer durch. Müssen natürlich mit. Okay. Schuxi. Meine Fiat macht der Demon Lord ja. Nee, Demon Lord keine Lust. Okay. Ja. Okay. Oh, Lord Lucas hat auch was gefunden. Diamond Shield, guck er an. Das ist besser als das, was du hast. Das ist immer noch dein Überraschild. Das schmeiße ich dann weg, wenn wir das Diamond Shield benutzen können. Wenn du ja auch noch ein Diamond Shield findest. Ist das für Baden hier? Okay, Adamantium Shield Rogue hast du schon. Adamantium.
Items im Schild, also können das weg. On the wall is etched, beyond the lie, before the slip, a passage north, will fake a trip, and upward go, to evil's grip, yet not an inch, will seem to dip. So, jetzt erkunden wir hier noch 5 Stunden und stellen fest, dass es hier nirgendwo mehr was Interessantes gibt, außer hier. Hier werden wir teleportiert. Jetzt sind wir in dem Bereich, der vom Prinzip genauso von der Raumaufteilung genauso ist wie der hier und wie der mittlere. Das ist halt der Witz. Das ist mit einem Spiel mit Automap ist dieser Witz hinfällig, weil man sofort sieht, wo man ist. Aber wenn man das halt nicht merkt, dass man teleportiert wurde, und im Original gab es ja auch diesen Waber-Effekt nicht, da ist man hier halt lang gegangen, Räume waren vom Prinzip ähnlich. Obwohl, stimmt nicht. Hier gibt es zum Beispiel keine Türen hier oben. Also es ist nicht mal so böse, wie es eigentlich sein könnte. Naja, stimmt auch. Der Teleporter, wo wir das Level wechseln mittels Teleporter, was dieser Hinweis, den wir da gerade gelesen haben, worauf der sich bezieht, da ist es ein bisschen eindeutiger. Da ist es wirklich, der Teil des Levels ist wirklich dupliziert im nächsten Level, sodass man wirklich es theoretisch nicht merkt. Und dafür den Hinweis halt hat, dass man dann sich das zusammenreimen kann. So, hier können wir auch ein bisschen rumlaufen und stellen fest, dass es hier... Okay, ne, die White Dragons will ich mir mal angucken. Also wollen wir mal den Lesser Demon totschlagen, die anderen noch nicht. Okay, nee, die Zähne sind auch anders weiß. Also das funktioniert. Haben sie sich, glaube ich... Wir müssen nochmal einen roten Drachen uns angucken. Um ganz sicher zu sein. Aber das war ja so albern, dass sie da einfach nur das ganze Bild eingefärbt haben. Noch ein Pure Shield, damit können wir mal nichts anfangen, weil das ist nur für Paladine. Und leider können unsere Rogues im Legacy-Modus keine Items identifizieren. Aber ich bin mir ja gerade gar nicht sicher, ob sie das im Nicht-Legacy-Modus können. Aber so. Also, wir erkunden hier jetzt wieder rum, stellen fest, hier gibt es nicht wirklich was Interessantes. Was es Interessantes gibt, ist hier. ...56 Zwerge. Und ein Demon Lord, der keine Lust hat. Und flupp. Ja, aber Zwerge und Demon Lords, ne, da wissen wir ja, da gibt es häufiger mal Nickeligkeiten. Sorcerer's... Hallo? Moment, ist das? Da gucken wir mal kurz nach. Ich verwechsel die nämlich immer. Es gibt den Conjurer Staff und den Sorcerer Staff. Der Sorcerer Staff... Ah, nee, der Mage Staff. Der Mage Staff macht Spellpoint-Regeneration in Bard's Tale 1. Der Sorcerer Staff macht Rüstungsklasse und sonst nichts. Und der Conjurer Staff macht. Halbiert die Spellkosten? Ich glaube, sowas. Also, Spells kosten nur noch halb so viel. Also müsste der Sorcerer Staff. Aber wir werden ihn mal anlegen. Vielleicht macht er ja doch irgendwas. Wieder zu mir, mal Itemliste. Dann kannst du theoretisch. Hat er schon Shield Staff? Mal irgendjemand einen Shield Staff brauchen? Ich meine, theoretisch eher da vorne. Du also mit dem Bartzot. Kann der Shield Staff eigentlich auch weg?
der Mannschaftsschild kann auch weg. Okay. So, also wir haben jetzt Dwarfs ermordet und jetzt stellen wir nach einer Weile fest, wenn wir hier noch mehr herumlaufen. Hier sind wir wieder teleportiert worden. Flump, sind wir im mittleren Drittel. Sieht auch wieder alles ähnlich aus. Oh, nee, Green Dragons kennen wir schon. Red Dragons werden wir nicht. Können wir auch ein bisschen rum erforschen und stellen fest, hier gibt es etwas, was ein bisschen anderes interessant ist, nämlich hier gibt es einen weiteren Ausgang. Wenn man das richtige Light Level hat, dann sieht man diese Tür, die man sonst nicht sieht, weil es eine Geheimtür ist. Wow, und wir sind durch die Geheimtür gegangen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Trapnir? Ach so, auf der anderen Seite der Karte, ja. So, gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn? Sonst wird das Eisbeiß. Ach, okay, bitte sehr. Okay, du machst so viel Schaden, dann ist das Vergiften auch nicht mehr so relevant. Aber müsste dann... Also, das war eine Sache, die... Obwohl, nee, wenn Killing Him, da stand da nicht Poisoned. Das war auch im Original, glaube ich, nicht so. Weil als Bardstale-Spieler der PC-Version ist man ja immer noch so ein bisschen gebranntes Kind, weil da haben ja diese Special-Effects immer nicht funktioniert. Deswegen hat man immer drauf gewartet, ob man sie mal... Also, hatte mal gehofft, dass man sie sieht und es gab nur ganz wenige Waffen, wo die Special Attack funktioniert hat. Bei den meisten, oder bei den richtig guten nicht. Bis auf eine Ausnahme. Also bei der Stormblade hat es nicht funktioniert, bei der, ich glaube, Mornblade hat nicht funktioniert. Der Witherstaff weiß ich gar nicht mehr, ich glaube auch nicht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Da. Overlords, Copper Dragons, Green Dragons, Were Tigers. Na komm. Stuff. Ja, der macht, glaube ich, nur Schaden. Bisschen zu spinnen, gehen hier durch. Dann noch dieses Secret Door. Und dann in diesen Raum. 96 Samurai, hurra! Einfach nur für Spaß. Da. Na komm. Okay, der Demon Lord. Dankeschön.
Sort of Park. Okay, das ist er. Macht das. Source hat einen Bonus to Hit von plus 3. Wozu? Ich meine, ist ja nicht so, dass Magier jemals kämpfen. Die werden da keine Runde, die werden da nicht eine Runde überleben, wenn sie kämpfen müssen. Jo, funktioniert. Jo, das ist praktisch. White Dragon, Zimmerer Lord, Fred. Na, das war. Okay. Das war. Das kleine Intermezzo. Jetzt gehen wir wieder zurück, den Weg, den wir gekommen sind. Und gehen jetzt hier lang. Wir könnten jetzt auch noch hier, da ist noch mehr von diesen Gängen und aller möglicher Unsinn mit Spinnern und Fallen und Anti-Magic und alles unnütz. Bin ich überbrüchig? Ich glaube nicht richtig. Hier ist glaube ich auch nichts. Da können wir für Spaß mal reingucken. Ja, ein paar Monster. Oh, der greift doch nicht immer die erste Gruppe an. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist auch neu. Ha. Toll, unidentified weapon. Können wir hier eigentlich, geht das in Mangas Tower? Sollte eigentlich nicht gehen. Geht. Kann ja also abkürzen. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Na ja, gut, machen wir nochmal fest dort, dafür haben wir es ja. Leiste Death Field. Okay, was wir jetzt mal machen ist. Zoom. Da war natürlich keine Falle. Hier ist Darkness. Da ist Hitpoint-Verlust. Dahinter eine Falle. Deswegen gehen wir da mal schnell drüber. Das Schöne an diesen Hitpoint-Verlusten ist, da kann man sich gut dran orientieren, weil hier müssen wir jetzt abbiegen. Und schon sind wir raus. Und das Badenlied, das macht ja Licht, das war praktisch. Stimmt, das hab ich mir gut überlegt, ne? Da müssen wir nicht jedes Mal den Lightspell neu zaubern. So, jetzt gehen wir hier lang. Müssen wir hier nicht irgendwo was stehen? Ja. Ahead lies the exit, oh faithful ones. Stimmt zwar nicht, aber wer auch immer uns das sagt, oder wenn wir hier, lalalala, ich meine, wir können ja mal in die Räume gucken hier, vielleicht ist ja irgendwas drin. Guten Tag, Ice Giants, Zimmer Lords, Fire Giants. Hast du gerade einen von uns getroffen? Also von unseren... Oh, wow.
Dritzen. Nee. Nee. Oh, okay. Dankeschön. Ja, die schlagen ganz gut zu. Da heilen wir uns doch glatt mal. Okay, da wollte ich mal nachgucken, was das macht. Cast Lisu, Lesser Summoning. Und ist für Warrior und Hunter. Ja. Und ist aber schlechter als das, was du hast. Deswegen kommt's weg. Abstellkammer? Oh, sechs Berserkers und wir haben eine Party mit Seekers. Okay. Ja, drauf. Defend. Kasmiebe. Stuff kann weg. Better Stuff kann weg. Na, no, warum nicht? Ja, aber so richtig gute Sachen gibt's erst ab Level Manga Level 3. Da gibt's dann nicht richtig gut. Oder Manga Level 4 ist, glaube ich, noch mal besser. Also ich glaube, Manga Level 4 und 5 haben das gleiche Item-Level, das man da findet. Aber das hier ist halt eigentlich noch kühle Jahre an. Was das angeht. Aber wir wollen ja hier soll ja irgendwo das Exit sein, hat man uns ja angelogen. Magic mouth on the wall speaks to you saying this perseverance in all things. Und ja, wir haben gesehen, wir sind teleportiert worden. Und der Witz daran ist halt, wir sind jetzt in Level 2 und der erste Teil. Man merkt, dass man hier gegen andere Leute kämpft, nämlich gegen Vampires. Die sind schon ein bisschen unangenehmer. Wenn wir allerdings einen Demon Lord haben, der der Meinung ist, dass Vampires doof sind, dann ist die Sache... Hallo! Prime Summoning! Okay, es wird interessanter. Also, ne, dann... Vampires sind eigentlich ganz blöd, aber so sind sie... tot. Demon Lord hat sie weggemacht. Aber wir haben hier Prime Summoner. Kann zwar nur einen Demon beschwören, aber ich meine immerhin. Wir haben alle mal klein angefangen. Oh.
Thief Dagger. Ich glaube, der sollte... Ich glaube, das war eins von diesen albernen Sachen, die man, die im Original nie nötig hat. Und ich glaube, der verbessert die Diebesfertigkeiten. Also, liegt ja irgendwie nahe, aber da man ja, da die Diebesfertigkeiten in Bartzler 1 völlig irrelevant waren, hat man den nie benutzt. Aber das könnte ganz interessant sein. Also, wir sollten dann bei Gelegenheit einfach mal raus und uns das angucken, was wir da gefunden haben. Aber erstmal wollen wir noch, also, was ich Anni erzählen wollte, ist, dass der Witz daran ist, dass jetzt der erste Teil dieses zweiten Levels genauso aussieht wie der erste Teil. Ne, man geht hier lang, es sieht genau gleich aus. Gleichen Räume. Und dabei stellt man dann irgendwann halt fest, ne, wir sind ja doch auf einem anderen Level. Das ist halt der Hauptgag. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt, glaube ich, hier noch eine Besonderheit, die es, glaube ich, nur in diesem Level gibt. Oder nee, das gibt's nochmal. Das gibt's an einer Stelle nochmal. Was total witzig ist. Okay. Okay, der Demon Lord mag echt keine Vampires. Diamond Sword, hallo? Plus 5 für den Hunter. Da würde ich sagen, ist das da was für den Hunter? Elemental Sword. Ich finde es irgendwie ganz cool, wenn du mit einem Dagger zuschlägst. Weil ich meine, du schlägst Critical, da ist es dann egal, ob du, wie viel Schaden du machst. Oder es ist irgendwie cooler, wenn du das mit einem Dolch machst als mit einem Schwert. Deswegen würde ich sagen, schmeißen wir das Schwert weg. Da. Und geben das Lord Lucas. Nein, da hinklicken. Okay. So, das hier ist ein One-Way-Portal, wenn ich recht, ich mich recht entsinne. Take Portal down. Yep, wir können nicht wieder hoch. Das ist eine kleine Lustigkeit. Okay, ich würde sagen, was wir jetzt machen, ist, wir gehen mal raus, gucken, was wir da gefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob wir uns hier teleportieren können. Können wir. Very convenient. Und beim nächsten Mal machen wir dann den Rest von Mangas Turm. Wahrscheinlich in... mal gucken, ob wir das in einmal schaffen. Was wichtig ist, ist, dass wir in Level 3 uns den Schlüssel kaufen. Dann können wir uns nämlich den Weg über die Sewers sparen. Für den Fall, dass wir zwischendurch nochmal raus wollen. Und das könnte das eine oder andere Mal passieren, weil es gibt dann in den tieferen oder in den höheren Manga-Leveln doch noch wirklich ganz interessante Items, die wir finden können. Und gerade wenn wir das Problem haben, dass wir Sachen nicht identifizieren können, ist das schon ganz nett. Ups. Wir können uns ja nochmal kurz frisch machen. Dann gehen wir noch aufsteigen und dann gucken wir mal bei... Sekunde. Okay. Garth vorbei. Wieso kann Jeske denn noch nie aufsteigen? Wie viele Punkte fehlen dir? Ach komm. Also jetzt ehrlich. Irgendwo ein Kampf. Hier. Yeah. Ugh!
So, also. Erstmal hier hin. Guten Tag. Okay. 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 Hm. Ist halt so, die Kämpfer haben D20 und der Dieb hat ein D8. So, na, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier Schönes? Du hast nichts zu identifizieren. Du, Identified, Unidentified Weapon ist... okay. Okay. Adamantium Helm, noch ein Sword of Pack. Okay, na gut. Zwei haben wir nicht. Ja, es gibt keine Möglichkeit. Wow, der macht ja richtig viel Schaden. 22 bis 85. Okay. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal... Ich meine, er hat nur Bonus to Hit plus 1, aber das ist ja schon irgendwie cool für unseren Dieb. Deswegen geben wir dir das mal. Ach, du bist ja gar nicht der Dieb. Ja. Ich meine, das ist halt auch wieder so albern, ne? Der Schaden ist ja... Obwohl, dann könntest du zuschlagen, auch wenn du dich nicht im Schatten versteckst. Nur dann müssten wir dich in die erste Reihe stellen, was mit deinen Hitpoints nicht unbedingt so eine super Idee ist. Aber eigentlich ist es egal, wie viel Schaden du machst mit deiner Waffe, weil du Kritiker schlägst, wenn du dich im Schatten versteckst. Und wir verstecken dich immer im Schatten, weil du an Position 4 stehst. Aber gut, klar, okay, ich könnte dich auch in den ersten drei Positionen mitspielen lassen. Dann wäre es relevant, wenn das Ding mehr Schaden macht. Ist vielleicht auch zu überlegen. Können wir die irgendwie deine Rüstungsfassung irgendwie verbessern? Im Moment noch nicht. Weil, also erstmal einen Moment. Halt mal den Mund. Weil ich meine, du schlägst keinen tot. Ich meine, wir könnten noch eine Waffe finden, mit der du auch eventuell was anfangen kannst. Nee, das lassen wir erstmal so. Du behältst einfach den Thief Stagger und gut ist. Ja, da würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Das war also der Bernsteinturm und ein kleiner Sneak Peek in Mangas Turm. Also genau genommen Manga Level 1. Und dann machen wir beim nächsten Mal in jedem Fall Manga Level 2 und 3. Ab 3 wird es dann auch richtig interessant, was das Dungeon, so Dungeon-Features angeht und kleine Gemeinheiten und so weiter. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Also würde mal sagen, entweder nach 1 Stream oder nach 2 Streams, dann werden wir durch sein. Ich werde bis zum nächsten Mal noch ein bisschen grinden. Ein paar Level bei den Berserkern, bis ich mich besser fühle. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht. Und wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch machen wir dann weiter mit dem Angriff auf Mangas Tower. Okay. Ja, dann gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.